Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. So, es wird jetzt leider eine etwas kleinere Folge, weil ich mal ganz was später was erledigen muss und ich noch keine Folge vorbereitet habe. Könnte sogar sein, dass morgen, also am Montag, keine Folge kommen wird, weil ich einfach zu wenig Zeit habe. So, ich bin momentan überlegen, was wir sogar machen würden. Wisst ihr was? Wir haben, ja, oder? Ja, die Maschinen haben wir noch nicht. Wir machen uns jetzt mal die restlichen noch zwei wichtige Maschinen. Und zwar einmal einen Magma Crucible. Ja, Crucible. Magma Crucible. Gemacht aus einer Lithium Energy Frame, Machine Frame, Redstone Reception Coil, einem Nether Copper Ingot und zwei Nether Bricks. Sollte alles kein Problem sein. Die Nether Bricks kann ich dann derzeit schon mal backen lassen. Habe ich sogar noch Kupfer drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sollte reichen. Muss ich noch ein bisschen was Inventar lernen. Das kann raus, das. Das wird auch langsam voll. Alter. Das darf jetzt nicht wahr sein, dass jetzt hier jede. Ich wollte schon sagen. Ordnung wird bei mir rausgeschrieben, wie man sieht. Auf jeden Fall, wir brauchen noch 2 Gold. 11 Redstone. 4 Eisen. Hab ich was vergessen. 4 Lead. Und ein bisschen Glas. Glas Cover haben wir noch, aber das wird nie im Leben reichen. Ne. Gut, dann müssen wir uns eben noch ein bisschen Glas machen. Kommen lieber nochmal so ein 26er Stack gesandt. Dann hat auch schon mal einen Ofen, dann kann man derzeit schon mal was weiter craften. Ich würde dringend Zeit, dass ich das ME-System mache. Wäre noch, wie man auch schon hört, so ein bisschen leiser gerade, wenn vor, dann ist man ja einer halben Stunde erstmal aufgestanden, also dementsprechend noch was müde. Also bitte schon mal ein bisschen zu verzeihen, wenn ich jetzt heute ein bisschen leiser bin. Habe heute allgemein ein bisschen Stress. Ich müsste heute noch ein Programm anfangen zu schreiben. Da hat mich der liebe Trivolo darum gebeten. Werde ich jetzt nicht sagen, was es wird, weil das würde auch bestimmt in seine Let's Play spoilern und das will ich nicht. So, machen wir kurz das fertig. Den knacken wir einfach da oben drauf. Einfach so. Lädt sich auf und du gibst da raus. Machen wir noch einen Fluid Transposer. Und ich glaube, wenn der dann fertig ist, werde ich auch schon die Aufnahme unterbrechen. Es tut mir furchtbar leid, aber ich habe heute echt wenig Zeit. Wieso mache ich. Mach vergessen. Eins. Nicht Silber. 1, 2, 3, 4. Glowstone Dust. 1, 2. Kupfer und ein Eimer. So. Ach, jetzt habe ich mit Gold zu wenig genommen. Warum ich jetzt die beiden Maschinen crafte, hat einen bestimmten Grund. Weil ich will damit in der nächsten Aufnahme, die ich mal mache, dazu werde ich jetzt mal erklären, was ich da vorhabe, werde ich einen oder zwei Tesserakte machen müssen wollen, Gedünse. Und dafür habe ich halt hier diese 16 Enderperlen gefarmt, die werde ich jetzt auch mal da in den Magma Crucible reinschmeißen.
Weil Resonant Ender werden wir auf jeden Fall schon mal brauchen, danach kann das in der Zeit schon mal hier reinfließen. Ich werde mal schnell das Rezept schreiben, zeigen. Wie doppelt ist. Tatsache. Also erstmal hier der Tesseract Frame wird gemacht aus Hard und Glas. Aus Pulverized Obsidian und Lead Ingot, kriegst du 2. Enderium Ingot, das ist einmal Enderium Blend und Pyrotheum Dust. Pyrotheum Dust ist Sulfur, Coal Dust, Redstone und Blaze Powder. Und Enderium Blend ist Pulverized Tin und Pulverized Shiny Metal. Unten wird ein Ender Bucket. Das ist ein Tesseract Frame, der kannst du dann in Chocolate einbauen. Interessant. Muss mit 1000 Milli Buckets aufgefüllt werden und hast einen Tesseract Frame. Und der kann dann mit Bronze und Silber zum Tesseract gemacht werden. Oder mit Plastic Sheets und 4 Reinforced Strong Boxen zu einer Deep Storage Unit. Oder für den Force Field Emitter. Auf jeden Fall. Tut es mir furchtbar leid, aber das war's wie gesagt schon mit der Folge. Wenn ich trotzdem diese ganz kurze Folge. Mann, das fuckt mich jetzt teilweise richtig ab, dass ich die Folge schon beenden muss. Ich weiß jetzt nicht, ob ich. Ja, es tut mir leid, aber ich muss sie beenden. Wenn euch diese kurze Folge dann trotzdem gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, außer dass ich es länger machen soll, in die Kommentare. Und tut mir furchtbar leid, aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.